Jetzt sind wir beim Jörgs-Dotzen-Gesetz. Ich glaube, man spricht so aus, wie es geschrieben wird, seht ihr hier. Das ist immer ein bisschen schwer mit diesen ausländischen Theoretikern oder Wissenschaftlern. Das fällt in den Bereich der Sportpsychologie. Hier stellt man sich nämlich die Frage, wie ist der optimale Erregungszustand für einen bestimmten Sport? Denn von der Sportart ist abhängig, welcher der optimale Erregungszustand ist, logischerweise. Erregung bedeutet sowas wie, dass man gestresst ist, dass man aufgewühlt ist, dass man angespannt ist. Sowas bedeutet das. Und anhand dieser Grafik kann man erkennen, dass es von Sportarten abhängig ist, ob ein hoher Erregungszustand, also eine hohe Angespanntheit von Vorteil ist oder ob die einen eher bei der Sportart hemmt. Das heißt, dass es dann zu schlechteren Leistungen kommt oder zu besseren Leistungen. Hier haben wir zwei Beispiele. Einmal bei der Sportart Golf, das ist der schwarze Graph. Hier fehlt ein A, das ist der Graph A sozusagen. Dann noch die Sportart Gewichtheben. Das ist der Graph B, der blaue. Hier haben wir auf der Y-Achse die Leistung. Das heißt, je höher der Graph ist, desto höher ist die Leistung. Und auf der X-Achse haben wir den Erregungszustand. Je weiter die Graphen nach rechts verlaufen, desto höher ist der Erregungszustand. So, kommen wir erstmal zum Golf. Da kann man sehen, dass die Leistung hoch ist. Also er bringt gute Leistung, wenn der Erregungszustand niedrig ist. Das heißt, wenn ich weniger angespannt bin, kommt es beim Golf zu besseren Leistungen, weil man ja eine bessere Präzision hat, weil man zum Beispiel nicht so am Zittern ist, und weil man sich dann eben besser konzentrieren kann, wenn der Erregungszustand nicht so hoch ist. Beim Gewichtheben ist das allerdings so, je höher der Erregungszustand ist, desto besser ist die Leistung. Das heißt, da ist es genau umgekehrt. Das ist eben so, dass man eine hohe Kraft aufbringen muss in relativ kurzer Zeit. Und vor allem bei der Maximalkraft ist das so, dass ein hoher Erregungszustand dazu führen kann, dass die Maximalkraft erhöht wird. Und dass man eben eine größere Kraft aufbringen kann. Das ist zum Beispiel so, gibt ja auch Mütter, also ist ja halt immer dieses Beispiel, das man häufiger hört, es gibt Mütter, die könnten Autos hochheben, wenn sich ihr Baby darunter befindet, weil die eben so aufgewühlt und so angespannt sind in der Situation. Das heißt, ein hoher Erregungszustand kann zu höheren Kraftleistungen führen. Und wenn der Erregungszustand nicht so hoch ist, dann kommt es eben nicht zu so hohen Kraftleistungen, deswegen ist der Graph hier auch relativ weit unten. So, ich hoffe, das hat geholfen. Das wäre es soweit zu diesem Gesetz. Ich will es nicht nochmal aussprechen. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare.